Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter lebte im Ligusterweg Nummer 4 bei seinen schrecklichen Verwandten und deren Sohn Dudley. Harry wurde häufig in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer war, konnte er sich nicht befreien, da ihm das Zaubern außerhalb der Schule nicht gestattet war. Eines Abends erschien ein Hauself namens Dobby in seinem Zimmer. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückkehrt, ist er in tödlicher Gefahr. Kurz nachdem Dobby verschwunden war, kamen Harrys bester Freund, Ron Weasley, und seine Brüder Fred und George in einem Ford Anglia angeflogen, um Harry zu befreien. Sie nahmen ihn mit zu sich nach Hause in den Fuchs, wo Harry den Rest des Sommers verbrachte, bevor er mit Flohpulver in die Winkelgasse reiste. Harry traf sich mit Rons Schwester Ginny und ging mit ihr zu Flourish und Blotts, wo der berühmte Buchautor Gilderoy Lockhart sein neuestes Buch signierte. Heiliges Kanonenrohr, ist das... Nein, sicher nicht! Er ist es! Das ist Harry Potter! Meine Damen und Herren, dies ist genau der richtige Augenblick für eine wichtige Ankündigung. Mit ausgesprochenem Vergnügen kann ich ankündigen, dass ich die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Wette, das hat dir gefallen, Potter. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Lass ihn in Frieden. Er hat das alles gar nicht gewollt. Potter, du hast ja eine Freundin. Ich vermute mal, deine Eltern werden einen Monat lang hungern müssen, um die ganzen Bücher für Hogwarts bezahlen zu können. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Armen und Bedürftigen zu helfen. Harry, wir haben den Zug verpasst. Der Hogwarts Express ist vor 5 Minuten abgefahren. Oh nein, was sollen wir nur tun? Nun, Dad ist heute Morgen mit dem Ford Anglia zur Arbeit geflogen. Er steht in der Charing Cross Road. Okay, nur so können wir noch pünktlich zur Schule kommen. Als sie sicher waren, dass sie niemand beobachtete, flogen Ron und Harry im Ford Anglia davon. Jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Das war knapp. Wir sind sicher bald da. Ich glaube, das Auto gibt den Geist auf. Na komm schon, Auto. Na los, weiter. Stopp, halt! Hier bin ich, Harry. Die peitschende Weide hat mich im Griff. Mach dir keine Sorgen, Ron. Ich komme rüber und befreie dich. Halt durch! Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, Harry. Hui, da wird mir glatt ins kalte Wasser geschmissen. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Den Vorspann habe ich eben jetzt erstmal ein bisschen so laufen lassen. Ich wollte da nicht zwischenquatschen. Und
sind wir schon glatt weg mittendrin. Kann man das eigentlich auch... Ah, mit der Maus, das geht viel besser. So, schwups. Wie komme ich denn da hin? Da ist ein Stamm im Weg. Toll. Glatt weg zu Anfang erstmal. Ich muss da erstmal hinkommen. Springen, springen, springen. Springen geht schon mal nicht, so wie es aussieht. Da sind Zweige. So, jetzt gucken wir mal. Da kommt man nicht ohne Springen hin. Aber da komme ich auch nicht ohne Springen hin. Also kann man zaubern. Ah, rechte Maustaste. Schön zu wissen. Oh, Mann, kann der stöhnen. Aber so geht's nicht. Läufst du? Toll, das geht schon mal nicht. Gut, dann laufen wir mal jetzt da durch. Gucken, was hier passiert. Ja? Oder müssen wir da drunter durchlaufen, dass man da hinten... Nee, ich glaube... Da vorne müssen wir auf jeden Fall hin. Aber da kommt man noch gar nicht hin. Tarzan. Oh, ja, ja. Toll, warum bewegt der hier sich nicht? Gut, dann probieren wir mal da drunter durchzulaufen. Um keins auf den Kopf zu kriegen. Fein. Oh, hier ist eine Schatzkiste. Nun kann ich mit einem Allohomora-Zauber öffnen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um einen Zauber anzuwenden. Ja, das sind diese Bertie-Bots-Geschmacksrichtungen. Wenn ich über niedrige Mauern klettern möchte, brauche ich nur gegen sie zu laufen. Ah ja. Könnt ihr diesen Wasserspeier als Ziel verwenden, um Lumos zu aktivieren? Lumos! Bohnen jeder Geschmacksrichtung, sowas. Dies ist ein Speicherbuch. Geh durch es hindurch, um deinen aktuellen Spielstand zu speichern. Wenn du ohnmächtig wirst, spielst du automatisch an der Stelle weiter, an der du zuletzt ein Speicherbuch berührt hast. Ich wette, mit Flipendo kann ich das Gepäck bis an die Kante schieben. Flipendo! Flipendo! Hui! So, jetzt sind wir schon mal auf der Seite. Einfach hier runterplumpsen lassen, würde ich mal sagen. Der Ast windet sich um mich wie eine Schlange. Wieder so ein Klopf. Hast. Hörst du jetzt mal auf? Allohomora! Ein Schokofrosch. Schokofrösche geben dir neue Kraft. Außerdem schmecken sie köstlich. Der hat mich angesprungen. Was ist das? Mit Allohomora kannst du mit Magie verschlossene Dinge wie Truhen und Türen öffnen.
So, dann haben wir jetzt die Wand aufgemacht. Hallo, Hodora. Gucken, was wir hier drin finden. Bohnen, Bohnen. Das dürfte eine ziemlich unruhige Nacht werden. Das geht schon mal nicht. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt da drauf laufe? Gar nichts, weil das geht nicht. Aber wenn ich da jetzt hier durchlaufe, bin ich doch wieder... Ah nee, da ist noch ein Tor. Tor. Prima, Harry. Versuch mal, ob du Flipendo auf diesen Ast anwenden kannst, um mich zu befreien. Ich glaube, da hinten ist was zum Verzaubern. Flipendo! Danke, Harry. Das war sehr nett von dir. Ja, und jetzt komm mal da runter. Oh nein! 300 PS. Da, brumm, brumm, dat. Komm zurück! Super. Mein Vater wird sich nicht gerade darüber freuen, dass sein fliegendes Auto weg ist. Wir sollten uns besser beeilen. Es wäre nicht gut, wenn Professor Snape uns hier noch so spät erwischen würde. Ach, das öffnet sich jetzt gleich wieder so, ne? Ist klar. Mit Lumos kannst du nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern auch mit Magie versteckte Gegenstände enthüllen. Das hat man doch schon gemacht. Ach so, meinen sie das, ja. Ups. Ein Speicherbuch. Laufe einfach auf einen Vorsprung zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Und dann? Versuch, alle Bohnen auf den Vorsprung einzusammeln, Harry. Hoho. Voll daneben. Das ging ja schon mal wieder voll in die Hose, ne? So, nochmal. Es sind Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ich sollte so viele wie möglich davon sammeln. Ich kann sie später sicher noch gebrauchen. Guck mal, der steht in der Luft. Hula, hula, hula. Wie war das? Hula, hula, hula. So, diese Filmsequenzen dazwischendurch immer. Ich glaube, die sind im späteren Spiel nicht mehr so da. Oh, guck mal, aus dem Nichts eine Treppe. Ja, man muss ja auch erstmal das Spiel kennenlernen. Da ist nichts. Eine Zauberkarte. Dies ist eine bronzefarbene Bildkarte. Insgesamt sind 50 dieser Karten in ganz Hogwarts verstreut. Immer wenn du 10 Bronzekarten eingesammelt hast, füllt sich deine Kraft auf. Drücke auf die Escape-Taste, um auf dein Folio Magi zuzugreifen und dir die bisher gesammelten Bildkarten anzusehen. Das machen wir doch jetzt glatt weg mal. Ich will jetzt nämlich mal gucken, wen haben wir denn da jetzt? Hesper Starkey. Mit einer 7. Ja gut, wir haben ja noch nicht mehr. Vorherigen Bildschirm. So, wie können wir jetzt weiter das Spiel fortsetzen? So, geht da auch was? Ich glaube, da kommen Bohnen rausgeschossen. Geht das auch öfter? Nee, noch öfter geht's nicht. Toll, jetzt kriegen wir nasse Füße. Oh, ich hab nasse Füße. Oh. Ups. Da irgendwas? Ah, da ist auch noch so eine. Flipendo! Bleib so...